Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil vom Candy und Toy Store Simulator. So, ich habe jetzt einen wirklich ein paar Tage gespielt und wir können jetzt einiges machen von dem verdienten Geld. So. Also erstmal besorgen wir eine weitere Lizenz, nämlich die mit den drei Küchlein. Und dann gucken wir mal. Die beiden. Und dann war das Granatapfel oder was? Ja. Einkaufen, Kuchen, Granatapfel. So, okay. So, und wenn das dann angekommen ist, werden wir die Bestellung für den lieben Einräumer hier machen. Und zum Zeitvertreib werde ich jetzt mal hier die Dekoration. Max Level, sehr schön. Ja, irgendwie nur noch mehr Zeugs an der Decke. Und so. Und pass auf. Ich muss dich mal zur Seite räumen. Sechs. Ich befürchte, es sind zwei große. Und das ist ein kleiner. So, dann bestellen wir hier erstmal. Zack. Bam, 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 bam. So, Nummer 1. Ah, Bestellung. So, und dann die Stofftiere, Spielzeug. So, die nächste Lizenz ist dann irgendwie erst mit Level 100 oder so. Das ist natürlich heftig, weil irgendwie ein Level ist irgendwie ungefähr ein Tag. Beziehungsweise, oh, wie viel habe ich denn jetzt, wie viele Tage habe ich denn jetzt gebraucht, um auf Level 85 zu kommen? Ich weiß es gar nicht mehr. So, alles klar. Sodele, dann wollen wir mal. Also, das ist klar. Das geht da noch hin. Und ich habe übrigens mal hier die Regale verschoben, ne? Damit hier auch Platz ist zwischen. Nee, wir lassen das auf 3-0. Und dann packen wir das. Oh, ist der Kuchen hier? Das heißt, ich brauche noch ein Regal, ne? Weil das ist. Das ist auch groß.
Ja, ich werde noch ein Regal brauchen. Schade eigentlich. Müsste man mal später überlegen. Ah, das werden auch große sein. Das ist ein bisschen blöd, ne? Das ist ein bisschen blöd. So, und dann nehmen wir jetzt erstmal den Kuchen hier. Ja. Was ist das überhaupt? 4, was ist das überhaupt für Kuchen? Komm her. Mal gucken. Das will ich jetzt noch mal wissen. Hier steht Pfannkuchen. Ja, das, ups, Entschuldigung, bin gegen das Mikro gekommen. Da kann ich mir in dem Zusammenhang nichts drunter vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Oder sollen das wirklich Pfannkuchen sein? Ja, das sind wirklich Pfannkuchen, die sind ja gestapelt. Alles klar. Ich weiß, bei dem Begriff gibt es deutschlandweit Probleme. Wir hier sagen so Teig, den man in die Pfanne macht und praktisch so eine Art Crepes, wie, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, ne, diese französischen Dinger. Dazu sagen wir Pfannkuchen oder auch Eierkuchen, das ist das Gleiche. In Leipzig hatte ich dann mal ein Erlebnis. Die sagen zu Pfannkuchen nur Eierkuchen und Pfannkuchen sind bei den Berliner, weil die hauen die Berliner wirklich in die Pfanne und essen die warm. Also so unterschiedlich ist das dann schon allein in Deutschland. Ja, ich hab's mir gedacht. Ja, und das ist doch hier irgendein Grieß- oder Vanillepudding mit Grütze obendrauf. Sowas in der Art. Und hier ist einfach Schokolade und Schokosoße und Butter oder sowas obendrauf. So. Ja. Dann lass mal gucken. Die nächste Lizenz wäre dann zweimal schwer. Okay, da haben wir genug Regal für. Das wollte ich jetzt nur mal wissen. Das wollte ich jetzt nur mal wissen. So, dann helfe ich dir mal mit dem Einräumen, Kumpel, weil sonst bist du übermorgen noch nicht fertig hier. Da. Ich mir da jetzt mal den zweiten gönne. Nur mal so. Was habe ich jetzt in der Hand? Das Auto. Kostet der 100 oder 150 am Tag? Lass mal gucken. Einstellung. 100. Okay, jetzt einstellen. Dann geht das hier schneller. Ich helfe jetzt auch noch mit und dann haben wir das Rucke-Zucke voll hier.
Und dieses Ding ist immer noch im, die Sackkarre, die ist immer noch im Weg. Den braucht echt kein Mensch. Die hält nur auf, wenn du das dann erst darauf lädst. Und steht im Weg rum. Topf. Kartons, da habe ich auch schon einen weggeschmissen, weil ich werde, glaube ich, auch nicht mehr viel umbauen oder umräumen. Das ist irgendwie nicht mehr so erforderlich, denke ich. Im Großen und Ganzen ist es ja sortiert. Ach so, warte mal, wir kriegen Katzen. Das. Da haben wir auch noch genug Lager und hier auch genug, alles klar. Also Lagerregale brauche ich auch nicht. Nehmen wir den Kuchen. Wofür steht eigentlich das JB hier hinten? Für John Boy? Gute Nacht, John Boy. Ja, Boy mag schon sein, aber was heißt denn dann? Ja, was heißt denn sowas auf Englisch? Wenn einer die ganze Zeit was hin und her trägt. Das ist bestimmt die Abkürzung für den englischen Begriff. Bin ich fest von überzeugt. Ja. So. Dann nehmen wir das. Bitte nicht niesen. Nicht niesen. Dann nehmen wir das Küchlein. Dahin. Was haben wir jetzt noch? Den Stuhl. Dann nehme ich mir das Bunte hier. Gehört das dahin? Okay, die beiden könnt ihr alleine machen. Das schafft ihr jetzt. Na, wie kommt denn das am besten zur Geltung hier? Das Konfetti ist neu, ne? Pling. So. Okay. So. Was brauchen wir denn noch überhaupt? Das hatte ich schon mal gezählt, ne? 3, 6 noch.
Das passt. Und da passen auch die Lagerregale. Lagerregale reichen da nicht. So, das heißt, wir bestellen ein Lagerregal. So, und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Und das ist bei dem Dingens. Ne, das kommt hier noch mit rein. Und ansonsten 9, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier bleibt einer frei. So, Spielzeug. 3, 6, 7. Brauche ich auch noch ein Lagerregal beim Spielzeug, um dann alles komplett reinzukriegen. So. Also bestellen wir noch eins. Kostet ja keinen Transport. So, und dann haben wir noch Kuchen. Lizenzen. Vier. 4, 4, 4. Also beim Kuchen. Ah, da brauche ich auch noch ein Lagerregal. Jawohl. So, erstmal Spielzeug. So. Dann das letzte Lagerregal. Nee, einkaufen. Stellung so. Ja, was habe ich jetzt gesagt? Lizenzen. 1, 2, 3, 4 Küchlein, noch wovon wahrscheinlich zwei groß sind. Also. Wenn ich den einen kleinen hierhin. Nee, das reicht auch nicht. Sonst hätte ich gesagt, ich mache hier zwei Reihen pro großem, aber dann habe ich den Platz für einen nicht. Weil hier ging immer nur. Von den großen ging hier nichts so hin, aber das müssen wir dann irgendwie hinfummeln. Weil, wie gesagt, ich vermute ja, dass die groß sind. Und die großen Fächer sind alle voll. Ja. Aber das wäre natürlich schicker, wenn hier noch eins steht, ne? Weil dann ist das bündig. So, du kommst noch zu dem Küchlein. So, mehr Lager brauchen wir dann nicht. Da sind sogar noch Fächer über. Also. Und dann bestellen wir noch ein Kuchenregal. Dann ist das optisch schick. Optisch schick. Optisch schick. Ein Kuchenregal. So. Aber ob ich überhaupt bis Level 100 spiele oder bis Level 110, weil ich muss jetzt so viel dazwischen spielen. Das weiß ich gar nicht. Ich habe heute das Spiel, ich habe immer nur bestellt, morgens. Habe dem geholfen mit Einräumen und dann habe ich den Tag praktisch 8 Stunden laufen lassen. Und habe in der Zeit was anderes gemacht. Also. War schon ein bisschen
Weil jetzt geht's nicht mehr um Geld, jetzt geht's um Level. Okay, wenn man jetzt weiter ausbauen würde, geht's natürlich noch um Geld. Und ich finde, die machen sich hier eigentlich auch ganz gut, weil das genau die Lilanen sind hier. Und hier ist nichts Lilanes mehr. Hier ist natürlich tote Ecke, aber ne, man kann das natürlich dann noch echt übertreiben und pro Regal irgendwie ein Teil reinmachen. Oder pro Regalseite. Und dann echt eskalieren. Dann braucht man natürlich mehr Platz, aber für mich jetzt hier fürs Let's Play ist das völlig ausreichend. Wie gesagt, ich würde zwar gerne noch das ganze Spielzeug sehen, aber ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt abhängig davon. Also ein Part machen wir auf jeden Fall noch, wo wir hier die nächsten beiden Lizenzen noch holen. Die hier. Aber ich muss sehen, ob ich das hier packe. Ich finde den Sprung jetzt ganz schön hier, ne? Und dann ist hier wieder so alles hintereinander. Weil es sind 15 Level. Da muss ich mindestens 15 Tage spielen. Und das ein Tag ist so, ja, eine knappe halbe Stunde. Ja, das sind dann mindestens 8 Stunden, wo ich zwischenspielen muss. Wann soll ich denn das machen? So. Ihr habt nichts zu tun. Licht habe ich angemacht. Ja, ein Level auf. Ja, ich sag doch, ein Tag, ein Level. Aber trotzdem, ne, musst du die 15 Tage erstmal spielen und dann nochmal 10, um ans Ende zu kommen. Okay. Das wäre schön, wenn es dann irgendwie noch eine andere Kühltheke geben würde, wo man dann irgendwie vielleicht nur die Großen reintun könnte oder sowas. Vielleicht kommen ja noch ein paar Kühltheken. Und auch hier nochmal schöne weiße Regale. Die weißen, die wir haben, die sind schön, aber da war das ja so blöd mit dem Einräumen. Das fand ich nicht toll. Die haben wir ja getestet. Na. Okay. So, dann gehen wir mal. Zum Speichern. Gleich kommt die Meldung, dass der Tag rum ist und dann speichere ich. Plumps. Na komm, Meldung. Jetzt. Okay, meine Lieben, dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.